Gut, na, beginnen wir gleich mit dem Elefanten im Raum, oder? So ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung. Inflation war dann nicht so hoch, Bitcoin ist am Boden. Was ist das für Inflationsschutz? Also Bitcoiner stehen da ein bisschen blöd da. Ich glaube, es gibt nur eine Gruppe, die vielleicht noch blöder darstellt als die Bitcoiner, nicht? Das sind die, die Bitcoin und Gold als Inflationsschutz empfehlen. Ist da nicht persönlich. Und deswegen so vielleicht für uns drei die Einstiegsfrage, wie geht man mit dieser Wahrnehmung um? Wie rettet man den ramponierten Ruf? An wen ist die Frage gerichtet? An uns drei, aber nachdem du mich so anschaust, wenn es dich nicht stört, Jan. Ja, es ist so. Die Inflation ist auf Rekordhöhen und die beiden genannten Assets sind gerade heuer ordentlich runtergegangen. Ich persönlich bin ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, auch schon länger im Goldbereich tätig und auch da, wenn man das sich historisch ansieht, ist es eher so beim Gold gewesen, dass es eigentlich sozusagen die erste Ableitung von der Inflationsgeschwindigkeit vielleicht ein bisschen abbildet. Also es war auch im Jahr 2011, 2012 nach der Finanzkrise, wird manchmal vergessen, da hatten wir auch erhöhte Inflationsraten, zwar natürlich nicht so hoch wie heute, aber dennoch in den USA ist die Inflation auf 4% gegangen im Nachgang und das Gold ist bis im Jahr 2011 gestiegen und als die Inflationsraten dann angefangen haben runterzukommen, wo wir derzeit noch nicht der Fall sind, aber auf jeden Fall als klar war, dass sozusagen hier die Preise nicht mehr massiv weiter steigen werden, weil auch die Commodity-Preise einen Top gefunden haben, ist auch mit dem Goldpreis wieder in Spannung reingekommen. Ich glaube, damals wie heute, was natürlich eine große Antwort ist, auf die noch heute noch mehr, ist der Dollar. Also wir haben heute einen irrsinnig starken US-Dollar und das hängt auch damit natürlich zusammen, dass die USA jetzt verspätet, aber doch, also die Zentralbank dort einen relativ beherzten Zinsverengungszyklus sozusagen gestartet hat, ja, ein Tightening Cycle, und das hilft dem Dollar sehr stark und das drückt aufs Gold, aber nicht nur aufs Gold, auch auf Bitcoin, aber nicht nur auf Bitcoin, auch auf die Anleihen und auf die Aktien. Also dieses Jahr ist wirklich als Anlage. Ja, ist nicht schwierig, weil eigentlich die Hauptasset-Klassen und jetzt auch langsam Immobilien in manchen Bereichen irrsinnig viel Gegenwind erfahren und das ist so ein bisschen in die Situation, Inflation ist jetzt da, wird in den USA zumindest bekämpft und der Markt glaubt noch, also Finanzmarktteilnehmer glauben, dass diese Inflation im Griff behalten werden kann, insbesondere in den USA, das lässt sich ablesen an Inflationsraten von Inflation-Linked Bonds. Also generell ist noch immer, das fasziniert mich persönlich schon auch, das Vertrauen in die Zentralbank da, dass sie es noch einmal in den Griff bekommen kann. Jan, was ist an der öffentlichen Wahrnehmung falsch oder zurechtzurücken? Also wir so als Bitcoiner haben ja immer gesagt, okay, Bitcoin ist irgendwie der super Inflationsschutz und ein bisschen. Ja, stehen wir vielleicht auch mal dann blöd da in den Medien, aber so als Kontext, man kauft sich ja auch keine irgendwie zum Beispiel Feuerschutzversicherung, wenn das Haus erst brennt, sondern schon vorher, bevor irgendwas passiert. Und wenn man sich das anschaut, die Inflationsraten, den Kontext, so im Mai 2020 ist das dann zum Juni hin das erste Mal gekippt, dass dann die Inflationsraten wieder angestiegen sind. Und wenn man zu dem Zeitpunkt sich irgendwie Bitcoin gekauft hätte, wäre man gerade immer noch irgendwie um die 100% im Plus, trotz jetzt der starken Kursverluste. Aber das wirft natürlich trotzdem die Frage in den Raum, ist das jetzt wirklich ein Inflationsschutz gegen Preisinflation? Und da würde ich dann auch tendenziell sagen, aktuell, so wie es aussieht, eher nicht. Aber für mich ist das immer dann auch eher, ist das wirklich die richtige Inflation, die wir uns anschauen? Ist das überhaupt die richtige Frage? Und ist es nicht vielleicht sogar eher so, dass Bitcoin ein Inflationsschutz ist gegen die Geldmengeninflation, Geldmengenausweitung, also quasi ein Schutz gegen die Erwartung, dass die Zentralbanken die Geldmenge ausweiten und Geld drucken. Und das ist der Punkt, wo ich dann eher sagen würde, da sieht man das auch in den Daten sehr gut. Ja, also ich würde auch da eigentlich ansetzen, nicht?
Österreich, die meisten Vertreter der österreichischen Schule haben immer ziemlich viel Gewicht darauf gelegt, dass Inflation falsch verstanden wird. Das ist natürlich immer deppert, wenn Begriffe kann man ja nicht bestimmen, muss irgendwie akzeptieren, aber zumindest kann man sie differenzieren. Ja. Und es war immer so die These, ja, Inflation muss eigentlich von Inflare, von Ausweiten und Blähen kommen und eher die Ausweitung der Geldmenge bezeichnen. Und das wurde also oft missverstanden und auch von vielen Austrians als eine vulgäre Quantitätstheorie zu sagen, dass eigentlich wesentlich relevante Phänomen ist die Ausweitung der Geldmenge und die wir am besten sehen können, ist die Basisgeldmenge der Zentralbanken. Da sehen wir was Exponentielles raufgehen, also Money Printer goes bro, Hyperinflation next. Ja. Und das ist natürlich eine sehr unterdifferenzierte Wahrnehmung, wo man fast schon also ein Gegenextrem zur MMT-Wahrnehmung, die überhaupt keine Beziehung zwischen Geldmenge und Teuerung sieht, so eine Überbestimmtheit anzunehmen, dass Teuerung immer nur ein Geldmengen- und dann vielleicht sogar ein Basisgeldmengen-Phänomen ist. Also das war sicher ein Fehler in der Wahrnehmung, hätte man vielleicht also klarer dagegen angehen sollen. Und da haben sich also viele Goldbugs und Bitcoin-Bugs ein bisschen mitgespielt, weil der Narrativ also ganz gut ist, da ja, vielleicht ein bisschen Hyperinflationspanik zu schüren. Und wenn man die Begriffe differenziert und sich also tatsächliche Geldmengenentwicklungen anschaut, dann sieht man schon grundsätzlich, dass mit einer steigenden Gesamtgeldmenge der Bitcoin-Preis korreliert. Ob das jetzt besonders gut ist oder nicht, ist nicht so klar, weil es zeigt natürlich schon, dass Bitcoin eben noch vom Markt als Risk-on-Asset interpretiert wird. Ja, Jan, vielleicht magst du fortsetzen mit so Geldmengenentwicklungen, wenn wir uns also nur das Geldmengenthema anschauen. Basisgeldmenge, Gesamtgeldmenge, inwieweit stimmt, würde da zumindest der Narrativ stimmen? Also bei der Geldmenge würde ich sagen, das stimmt der Narrativ sehr gut. Wenn man sich da die Änderungsraten von den Geldmengen jetzt in den USA anschaut, die Änderungsraten im Vergleich zum Vorjahr, da kann man sehr gut sehen, dass gerade jetzt ab 2021 im Februar die Geldmenge einfach langsamer wächst als in den Vormonaten. Und mit so einem Lag von circa 2 Monaten sieht man dann auch, dass der Bitcoin-Preis deutlich langsamer angestiegen ist und dann ja jetzt auch irgendwann gefallen ist. Also im Prinzip sieht man da sehr gut, wie die, wenn die Zentralbank auf die Bremse tritt, weniger expansiv bei der Geldpolitik ist, hat das auch einen Effekt auf den Bitcoin-Preis, da einfach weniger Liquidität im Markt ist und dadurch dann auch weniger natürlich Geld irgendwie in Bitcoin reinfließt. Marc, hast du das gemeint mit der ersten Ableitung? Magst du uns noch ein bisschen erläutern? Ja, gut, also wie du schon erwähnt hast, man muss eben definieren, wovon man spricht, Geldmenge, Teuerung und das wird ja alles zusammengeworfen, typischerweise bei dieser Inflationsdiskussion. Und wenn man dann von Teuerung spricht, von was für Teuerung, wir kennen die Problematik. Ich hatte in erster Linie gemeint, die Änderungsrate der Teuerung, wenn man sozusagen wirklich als Investor vor der Aufgabe steht, sich gegen die Teuerung abzusichern, was ja das praktische Problem ist in diesem Geldsystem, dann interessiert einem nun mal die Teuerung. Die Frage ist halt, welche Teuerung, aber mal nehmen wir mal als sehr groben und wahrscheinlich schlechten, aber immerhin sehr stark diskutierten Näherungswert die offizielle Inflationsrate her. Ja, also die ist natürlich schon fürs tägliche Leben relevant, zumindest die Richtung. Ja. Also wenn die Inflationsrate so stark steigt, wird das Leben offensichtlich teurer und das Geld weniger wert. Und in so einer Zeit möchte ich dann eben auch anlagetechnisch, würde ich mir erwarten von einem Inflationsschutz, dass der dann eben gut funktioniert. Ja. Aber typischerweise ist es halt, man sah das zum Beispiel auch in den 70er Jahren ganz gut, da gab es mehrere Teuerungswellen. Und das Gold hat eigentlich sehr gut funktioniert, solange die Teuerungsraten zugenommen haben. Als diese dann wieder abgenommen haben, ist eigentlich, obwohl die Raten noch relativ hoch waren, der Goldpreis schon massiv wieder gefallen. Also in einem Fall 50% von 74 auf 76. Und katastrophal war es eigentlich im Jahr 1980, als sozusagen der Goldbullenmarkt dann von Paul Volcker gestoppt wurde. Da ist es dann von 800 unter 400 gefallen, wo es sich dann eingependelt hat. Und derzeit glaubt der Markt, dass wir einen neuen Paul Volcker
in der US-amerikanischen Zentralbank sitzen haben. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch die Gretchenfrage, wird er es durchziehen können, wenn es auch an den Kapitalmärkten zu ruppig wird, als Konsequenz von diesen Zinserhöhungen. Und ich glaube, die Historie spricht dafür, dass er es nicht durchziehen kann. Naja, für den Ökonomen ist das immer ein bisschen frustrierend, wenn das Gretchen der Zentralbanker ist, nicht? Da muss man eigentlich Psychologie, nicht Zentralbankers betreiben und in ihre Köpfe hineinschauen. Und da möchte ich ansetzen, also du hast ja also die erste Ableitung der Teuerung, du betonst ja die erste Ableitung der Geldmenge und da haben wir schon so eine kleine Problematik, die hängen leider absurderweise zusammen, invers. Und das ist natürlich ein Aspekt der Teuerung heute, Teuerungsdaten, vielleicht auch, weil man sie erheben kann und ganz gut statistisch schön beschönigen kann, sind die ein Inputfaktor für die Zentralbankpolitik. Nicht? Damit sind natürlich Teuerungsraten für uns so ein Hinweis darauf, na, wie wird denn das Gretchen in der Zentralbank ticken? Und damit ist natürlich steigende Teuerung potenziell ein deflationäres Signal. Also absurd erscheinen mag und natürlich eine der Paradoxien der Ökonomik, vor allem der verzerrten Ökonomik oder verzerrten Märkte. Da haben wir schon einen Aspekt des Teuerungsschutzes. Ja? Also irgendwie richtig zu antizipieren, was machen die am Drücker und welche Daten werden sie jetzt bewegen, welchen Knopf zu drücken. Und dann gibt es aber einen zweiten Aspekt der Teuerung, das würden die meisten assoziieren, also steigende Preise. Wie schütze ich mich vor steigenden Preisen? Naja, ich muss das Asset haben, das stärker steigt im Preis als alle anderen Assets, nicht? Und das ist für mich jetzt, also das irgendwie mit Sparen in Verbindung zu bringen, ist schon ziemlich absurd, weil da muss ich phasenweise, bin ich da in Spaghetti drin, das war mal ziemlicher. Dann bin ich in 100-jähriger Österreich-Staatsanleihe drin, dann bin ich in einer Tesla-Aktie drin, dann bin ich in Dogecoin drin und das wäre mein Teuerungsschuss. Also immer genau das, vielleicht das Produkt zu finden, das gerade den stärksten Preistreiber hat. Jetzt bin ich vielleicht in Heizöl drin oder in Brennholz oder sonst wie. Erfasse ich die Paradoxien da richtig? Oder wie würdest du, glaubst du, gibt es einen anderen Auslöser der ersten Ableitung der Geldmenge als die Zentralbanker? Also da mag es durchaus andere Aspekte geben, aber ich würde schon sagen, der größte Auslöser ist da schon natürlich die Zentralbank, die über die Zinsen oder Anleihenkäufe einfach steuert, inwiefern der Markt oder die Marktteilnehmer bereit sind, Banken bereit sind, Kredite zu vergeben. Das ist schon, also aus meiner Sicht, da ist es schon viel dann auch einfach dominiert von der Zentralbank. Oder genau. Ja, ich würde da noch gerne einen praktischen Aspekt einwerfen. Du hast da jetzt schon ein paar Assets da in den Raum geworfen. Das waren aber alles Real Assets und das waren alles in dem Fall sogar, glaube ich, physische Assets. Ne? Und das spielt bei der Inflationssicherung typischerweise dann einen größeren Wert. Ja. Also die Aufgabe grundsätzlich, sich gegen die Teuerung zu schützen, und das ist wie gesagt alles nur eine Ableitung von diesem Geldsystem, dass wir uns überhaupt Gedanken machen müssen, nebenbei erwähnt, aber diese Aufgabe, ich spreche nie, so gut wie nie, ich versuche immer das Wort zu vermeiden, von einem Inflationshedge. Es ist eigentlich nicht möglich, sich hundertprozentig dagegen zu schützen, weil die ganze Sache so dynamisch ist und weil auch jede dieser, wir nennen sie inflationssensitiven Assets, ihre Tücken hat, Vor- und Nachteile, mehr oder weniger Korrelation mit Inflationsraten und so weiter. Und einen Aspekt jetzt, wenn es um die Real Assets geht, wenn es um Commodities geht, also wir unterscheiden grundsätzlich zwei Strategien. Wir haben eine Strategie, die kein Krypto und wenig Gold hat, also jetzt da ist Krypto dezidiert ausgeschlossen und viel mehr jetzt Real Assets im Sinne von Rohstoffen und so weiter, rohstoffnahen Werten drinnen hat. Und dann haben wir aber auch Gold und Bitcoin-Kombinationsprodukte. Die kann man dann wieder bausteinmäßig kombinieren für die Leute, die Bitcoin interessiert. Die können sich ein bisschen was von dem anderen Produkt dazu nehmen. Aber grundsätzlich, glaube ich, macht es Sinn, möglichst breit in inflationssensitive Assets reinzugehen. Und da, was ich sagen wollte, der Nachteil oder die Schwierigkeit bei der Anlage in physische Rohstoffe sind die Lagerkosten.
Ja, weil wenn du Heizöl physisch investieren willst, hast du hohe Lagerkosten und du kannst es eigentlich relativ schwierig umsetzen. Du kannst den Umweg über Aktien gehen, dann hast du aber ein Aktienmarktrisiko. Das ist jetzt natürlich, dann kommst du von der Korrelation schon immer weiter weg, von dem Inflationsschutz. Und deswegen, also du kannst es wirklich nicht hinbekommen, dass du, das kann keiner, behaupte ich, also ich kenne auch kein Produkt, wo es wirklich einen hundertprozentigen Inflationsschutz aufbauen kannst gegen die Teuerungsrate. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Es wird immer mit einem gewissen Restrisiko und mit einer Schwankungsbreite verbunden sein und letzten Endes kommt es dann darauf an, wie risikofreudig bin ich, wie viel Bitcoin letzten Endes zum Beispiel kann ich in diesen Korb reinwerfen für mich und wie sehr ist mir das auch kurzfristig wichtig, dass ich halbwegs in der Nähe von dieser Inflationsrate bin. Oder kann ich mich auch auf einen längerfristigen sozusagen Inflationsschutz einlassen, der halt eher mit der Geldmenge vielleicht korreliert, aber zwischenzeitlich komplett von der herkömmlichen Teuerung abweicht. Ja. Kannst du uns vielleicht ganz kurz anschließend diese drei Assets vielleicht, Rohstoffe, Gold, Bitcoin, deine Erfahrung der letzten Jahre, wie unterschiedlich verhalten sich die jetzt als teuerungssensibles Anlagegut? Ich denke, beim Gold ist es insofern ein bisschen einfacher, weil da kann man zwar darüber diskutieren, wie viel es demonetarisiert ist oder nicht, aber es ist im Prinzip etabliert als Nicht-Fiat-Anlage in einem Fiat-Geldsystem. Das schwebt so nebenher, neben der Geldmenge geht das rauf und runter, je nachdem wie viele Finanzinvestoren gerade reingehen und raus, aber grundsätzlich steigt es mit der Geldmenge langfristig mit. Das kann man ganz gut sehen. Ich denke, dass Bitcoin wahrscheinlich am Ende des Tages ähnlich wird, aber da haben wir natürlich jetzt noch diesen irrsinnig spannenden Faktor, dass wir hier massiv in einer Monetarisierungsphase sind. Vielleicht jetzt nicht gerade im Bärmarkt, aber grundsätzlich jetzt halt von der Adaption her. Also man hat hier, deswegen fände ich eigentlich auch bei Bitcoin diesen Aspekt viel, viel, viel überwiegender. Man hat hier eigentlich ein viel größeres Wachstumspotenzial, weil diese ganze Assetklasse noch viel, viel stärker wächst. Alex von Frankenberg hat einen hervorragenden Job gemacht heute früh, das Ganze nochmal aufzuzeigen. Und wenn es dann vielleicht mal ausgereift ist und wenn es mal dann auch so eine ähnliche Funktion hat wie das Gold und auch in einer Größenordnung handelt wie das Gold, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch eher noch vielleicht einen höheren Bezug zumindest zur Inflationsrate hat und auch mehr als solches gesehen werden könnte. Ja. Jan, magst du uns noch ein bisschen Kontext zur Geldmengenentwicklung geben? Wie wahrscheinlich ist aus deiner Sicht, das muss die Kristallkugel natürlich auspacken, müssen alle Analysten, wie wahrscheinlich ist dieser Foltermoment, nicht? Und was wird den auslösen oder weniger wahrscheinlich machen? Ja, also es ist schwer zu sagen. Also gerade so wie der Foltermoment jetzt wie in den 70er, 80ern ist gerade heutzutage natürlich deutlich schwieriger durchzuziehen. Wir haben viel höhere Verschuldungslevels bei den Staaten selbst, aber auch bei Unternehmen natürlich teilweise. Das heißt, ja, selbst wenn Paul jetzt sagt, er möchte ein bisschen mehr der Paul Volcker sein, wird irgendwann der Punkt kommen, wo es schwierig wird, die Zinsen noch stärker anzuziehen. Aber ich sehe es schon noch so, dass wir jetzt in den nächsten Monaten durchaus weiter noch die Zentralbank sehen werden, die auf die Bremse tritt. Und ja, dann wird man beobachten müssen, was passiert tatsächlich mit der Inflation, geht die jetzt runter und dann, ob die Zentralbank dann irgendwann sagt, ja, wir werden jetzt langsamer bei den Zinsschritten, das muss man dann noch sehen, genau. Aber das hängt dann wirklich von den Daten ab, die auch reinkommen, einfach. Ja, müssen wir nicht zunehmend den US-Verlauf und den europäischen Euro-Verlauf jetzt stärker unterscheiden und vielleicht eine stärkere Entkopplung erwarten? Glaubst du, dass das eine ganz andere Dynamik bringen könnte, also dass es den Amerikanern doch gelingt, noch eine Weile da Zinsschritte zu setzen, während die Europäer eher ans Ende der Fahnenstange kommen? Absolut. Man sieht es ja schon, also die USA war ja viel früher dabei, die Federal Reserve Bank bei den Zinsentscheiden oder Zinserhöhungen und die EZB hat ja jetzt irgendwann doch mal langsam nachgezogen, weil sie vielleicht dann doch Panik bekommen hat, dass die Inflation irgendwie außer Kontrolle gerät. Aber wir sind halt in einer ganz anderen Situation hier in Europa, wo wir halt ein Staatenverbund sind mit teilweise sehr hoch verschuldeten Staaten. Und da
ist aus meiner Sicht, vermute ich, ist die Angst einfach höher, dass da irgendwie wieder Staatsschuldenkrisen verursacht werden durch eine restriktive Geldpolitik, wie wir das schon mal gesehen haben, 2011, 12, wo es halt auch diesen berühmten Draghi-Moment gab, wo er gesagt hat, wir werden whatever it takes, also wir tun alles, was nötig ist, um den Euroraum zu retten, und ja, das schränkt einfach die EZB noch deutlich stärker ein, was den Spielraum bei den Zinsen angeht. Und ein bisschen versuchen die das ja gerade zu beheben, indem sie zum Beispiel jetzt deutsche Staatsanleihen verkaufen, um italienische zu kaufen. Weil weißt du, wie viel Puffer sie noch haben? Wie lange können sie noch verkaufen? Da müsste ich jetzt, da bin ich jetzt nicht drin in den Daten. Ich weiß es auch nicht, aber das Portfolio ist schon sehr italienlastig der EZB, also es bedrückt mich jetzt auch nicht wahnsinnig. Man kann ja Bitcoin rohstoffähnlich betrachten, aber potenziell auch währungsähnlich. Wie steht Bitcoin im Vergleich zu Dollar oder Franken als Inflationsschutz jetzt für den Eurohalter oder Euroverdiener da? Du meinst jetzt als Zahlungsmittelwährung, richtig? Ja. Da steht natürlich Bitcoin noch ein bisschen schlechter da, aber wenn man sich das jetzt hier ja auf der Bitcoin-Konferenz schon anschaut, das mit den Lightning-Zahlungen funktioniert ja eigentlich in der Regel auch sehr gut, und ja, das ist so ein, da müssen wir noch viel tun, auch die, dass das mehr als Zahlungsmittel irgendwie genutzt werden kann, und da sind wir dann natürlich als Bitcoin auch ein bisschen gefragt, selber ein bisschen tatsächlich auch mal unsere Bitcoin auszugeben oder auch auf jeden Fall Bitcoin-Zahlung zu akzeptieren. Marc, Bitcoin als Rechenstandard, Unit of Account? Ja, also wenn es mal Unit of Account wäre, das wäre natürlich das Ultimative sozusagen, dann ist es ja in dem Moment kein Risky Asset mehr. Also das ist vielleicht noch ein Aspekt, der auch beim Gold war es ja genauso. Gold war bis zum 15. August 71 kein Risky Asset und wurde dann ins Reich der Risky Assets verbannt. Ja, es ist übrigens wieder in Österreich mündelsicher, das war es nicht. Ah, ja. Ja, zu einem gewissen Grad hat das jemand erstritten. Aber trotzdem, man muss, also wenn etwas Unit of Account wird, dann wird es gleichzeitig risikolos. Und das ist halt natürlich eine der großen Mächte, die der Staat hat, wenn er etwas zum Zahlungsmittel erklärt, weil alles andere ist automatisch risikoreich. Ja. Aber je höher die Inflation wird, umso niedriger sozusagen sind die Opportunitätskosten, glaube ich, von der Volatilität von einem harten Asset. Also da spielt die Zeit auf jeden Fall für Bitcoin. Zeitspiel für uns, gutes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben gut komprimiert. Danke euch.